ist recht. Danke. Schönen Dank. Liebe Freunde, Frauenbürger, Allerwerteste. Ich darf ein schneidiges Kuckuck von Frau Petri überbringen. Und außerdem darf ich ausrichten, dass Frauke Petri noch einmal persönlich in der Kladde mit der Parteisatzung nachgeguckt hat und deswegen feststellt, da steht nichts mit Nazis drin. Also, jetzt hier noch mal ganz volkstümlich, womit Sie es bei der AfD zu tun haben. In erster Linie mit einer Partei von Menschen, für Menschen gegen Menschen. Nee, warten Sie. Für und von Menschen. Nee, auch nicht. Von Menschen, die für Menschen sind, die gegen einen gewissen Teil von Menschen, egal jetzt, ist kompliziert, aber Menschen kommen drin vor, so viel ist sicher. Anders. Wer ist Frauke Petri? Eine nette Frau. Sie ist Chemikerin und spielt astrein Orgel. Gut, das klingt jetzt erstmal an einer Mischung aus Walter White und dem Phantom der Oper, aber ist das nicht zu kurz gedacht? Was will Frau Petri denn? Einfach nur, dass jede Familie drei Kinder hat. Die Frau sollte noch Zöpfe haben und der Mann Karohemden tragen. Aber Frau Petri ist natürlich nicht so radikal zu sagen, Leute, macht mal Alarm für Cobra 11 aus und poppt euch eine Weltmacht zusammen. Ihr geht es um das Bild der deutschen Idylle. Um Werte. Werte wie Macht zum Beispiel. Deswegen unternimmt Frau Petri auch nicht viel gegen ihren ziemlich abgedrehten Harlekin namens Björn Höcke. Eine rechtspopulistische Partygranate erster Ordnung. Parteiintern scherzt man gerne Hetze schneller als ein Schatten. Und in Sachsen spricht man beim Abfackeln einer Flüchtlingsunterkunft schon von Burning down the house. Jetzt mal. Vielen Dank. Jetzt mal im Ernst. Im Umfeld der AfD befindet sich nirgends rechtes Gesindel. Das sind stellenweise nur besorgte Menschen. Und keiner von denen macht sich strafbar. Das ist immer Notwehr. Gerne auch mal die Sorte Notwehr, die man praktiziert, bevor was passiert. So oder so. Ein Winter wird kommen. Und wir sind die Alternative für Deutschland. Weitere Alternativen für Deutschland wären natürlich auch Godzilla, die Pest oder der Hussinettenbär. Aber wenn lassen Sie mich kurz ausreden. Sie will ich hier nicht mehr sehen. Aber wenn Sie es gerne ein bisschen härter haben, kommen Sie zu uns. Wir haben zwar keine Marschrichtung, mögen aber das Wort. Denn wie gesagt, ein Winter wird kommen. Deswegen unser Motto, isst du gerne gelben Schnee? Kreuzchen für die AfD. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.